Dass man hintereinander Fahrrad fahren kann, ist jedem klar. Nebeneinander funktioniert überraschenderweise auch gut. Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, ob es möglich ist, auf einem Fahrrad mit mehreren Stockwerken übereinander zu fahren. Um dieses krasse Experiment zu starten, sind wir für eine Woche in die Halle von Urban Drivestyle, einer Fahrradfirma aus Berlin, eingezogen. Und was wir da alles angestellt haben, das seht ihr in diesem Video. Wir nehmen für unser Fahrrad jetzt die Rahmen aus dem fetten Fahrrad hier. Die sind einfach mega krass stabil. Wir machen davon jetzt ein paar hintereinander und dann schauen wir, ob das schon mal fährt. Und danach bauen wir noch die anderen Rahmen oben drauf, dass es dann dreistöckig wird. Wir bauen jetzt diese fetten Reifen ein, die halten besonders viel Gewicht aus. Für das Fahrrad brauchen wir eine unendlich lange Kette, deswegen haben wir hier eine fette Trommel. Kurve! Oh. Dann würde ich sagen, geht's jetzt ans zweite Stockwerk. Auf das zweite Stockwerk. Daniel. Bist du laut? Auf das zweite Stockwerk kommt jetzt nochmal der Rahmen drauf. Den verlängern wir jetzt erstmal wieder. Also, unser zweites Stockwerk ist jetzt so gut wie fertig, also zumindest der Rahmen. Und wir haben jetzt gedacht, bevor wir das jetzt testen und feststellen, dass das überhaupt nicht fährt, so bauen wir einfach das nächste Stockwerk drauf. Das ist eine sehr gute Idee. Ich finde die Idee eigentlich echt ganz gut, weil es würde uns, glaube ich, alle Motivation nehmen, ein drittes Stockwerk zu bauen, wenn wir merken würden, dass es so gar nicht fährt. Ist perfekt, so brauchen wir keinen Ständer mehr, es bleibt einfach von selber stehen. Wir machen jetzt den ersten Stabilitätstest. Dazu fährt mich der Johannes hoch und ich setze mich drauf. Wir haben im Hinterreifen einen E-Motor, damit wir einfacher anfahren können und dazu baue ich jetzt die Steuerung hier ein. Hilfe Daniel, eine Schlange! Wir wollen das Fahrrad mit nur zwei Etagen mal Probe fahren und dazu mache ich provisorisch hier eine Kette dran. Weißt du, was mich stört? Nee. Wenn wir arbeiten, wir machen immer alles nur provisorisch. Erster Testrun läuft, ey, so geil, das hat so Bock. Bremst. Oh. Ja. Wir machen jetzt das Kettensystem, damit alle Pedalen miteinander verbunden sind. Und wir endlich Gas geben können. Ja, Mann.
Hier in der Box haben wir einen besonderen Gast gefangen. Der wird jetzt freigelassen. Okay, Aaron, es ist soweit. Darf ich? Dein Auftritt. Ich bin echt gespannt, wo steht's, von links oder rechts? Krass. In den Storys hat es größer gewirkt. Ich dachte, ihr seid schon so da fast da oben. Ich würde sagen, da das jetzt für dich nicht so hoch aussieht, sitzt ja, du ganz oben. Och Mann, ey. Der Anruf, Mama, ich komme heute nicht, ich habe mir die Schulter gebrochen. Warum? Ich war auf dem 3-Meter-Fahrrad. Ja, das ist ja nicht mal fest. Leute, das was seid ihr denn für Fuscher? Ist deiner fest? Deiner ist ja fest. Ey Leute, mein Leben liegt in eurer Hand. Los geht's, Leute. Alles gut! Warum bist du denn so gesprungen? Der Kapitän geht als letztes vom Bord! Ach, ich muss ja jetzt auch schon los! Ich würde sagen, das war nichts. Glaubst du, sie schaffen es beim nächsten Mal? Ich bin ein sehr hoffnungsvoller, optimistischer, blühig in die Zukunft schauender Mensch. Und deswegen glaube ich, nee, keine Chance. Wir machen jetzt mal einen Test mit ein paar mehr Leuten hier. Da hilft nicht mal Köpfe einziehen. Wir haben jetzt den Vorderreifen rausgemacht. Das passt echt auf den Millimeter genau hier rein. Ja, dann fahren wir es mal runter und bauen unten den dritten Schock drauf. Draußen merken wir erstmal, wie krank hoch das schon ist. Ich bin so gespannt, wie das jetzt wird, wenn wir den dritten Schock drauf machen. Boah, ihr seid krass. Guck dir das an. Du würdest ganz oben mitfahren oder nicht? Ich würde gerne mitfahren, aber das Ding, ich habe Höhenangst und das ist mir viel zu hoch. Ich liebe das Aussehen von diesem Fahrrad und von diesen Ketten hier. Das sieht einfach so geil aus. Wir testen jetzt das dritte Stockwerk. Ich bin gespannt, ob es funktioniert oder ob wir einen Unfall heute produzieren. Um wie viel Uhr testen wir das dritte Stockwerk? Boah, 2.28 Uhr. Das ist die beste Uhrzeit für einen Test, weil wenn was passiert, dann sieht es niemand. Kann man gut vertuschen. Ja, Daniel, wie kommst du jetzt da hoch? Mit dem Hubwagen. Ach du Scheiße. Komplett weg. Ja, ach du Kacke, Junge. Die Lenkung hatte zu viel Spiel, deswegen hat Daniel es nicht geschafft, eine Kurve zu fahren. Das Problem haben wir behoben. Nun konnten wir den nächsten Test wagen. Vorher musste das selbstverständlich gefeiert werden.
Es geht los. Kannst du meine Oma in der ersten Etage grüßen? Okay, ich grüße Julius' Oma. Die Drehung hat geklappt! Daniel, wie fühlt man sich so? Einfach unbeschreiblich. Erstes Interview, wie war's? Nachdem ich gemerkt habe, dass das Ding sich sicher fahren lässt und dass ich unter den Laternen und Ampeln unten durchkomme, ganz entspannt, ist mein Puls wieder runtergegangen. Auf wie viel war dein Puls am Anfang? Also ich hatte echt schon Angst, ich bin ja nicht wahnsinnig. Wir haben unterwegs einen Passanten getroffen. Was war deine Reaktion? Ich habe da ein paar Lichter entgegenkommen sehen und ich konnte sie überhaupt nicht zuordnen, was es war. Ich war immer verwirrt und irgendwann habe ich halt gesehen, dass irgend so eine Konstruktion ist und es oben drauf jemand sitzt. Und dann war es halt so ein Riesenfahrrad. Also ich glaube, jeder, der mitgefahren ist, ist mit so einem Herzklopfen gefahren. Und wir sind alle froh. Ich glaube, dass Daniel heute wirklich mit einem Fuß auf diesem Gabelstapler war. Echt, da war alles vorbei. Boah, ey, Gott sei Dank. Der zweite Test lief überraschend gut, diesmal sogar ohne Crash. Jetzt wollten wir unbedingt noch einen komplett bemannten Test machen. Dafür haben wir 6 mutige Freiwillige gebraucht. Die Anspannung war groß. Sergej, Ansage machen! Yo, wir schaffen es! Ich hatte nicht mal irgendwie Angst, das war echt sehr gut. Ich würde sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, das Ding fährt mit 3 Stockwerken. Ich war mir zwischendurch gar nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich funktionieren wird, aber mega nice. Ich bin richtig gespannt, wie die Leute reagieren werden, wenn wir damit durch Berlin fahren. Das seht ihr im nächsten Video. Wir fahren jetzt direkt los zur Radtour. Die hatten wir euch ja über Instagram angekündigt, also falls ihr uns da nicht folgt, dann tut das auf jeden Fall, es lohnt sich. Vielen, vielen Dank auch nochmal an Urban Drystyle, dass wir die Woche bei euch sein durften. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und wenn ihr auch so ein Fahrrad haben wollt, dann könnt ihr einfach den Rabattcode RLG10 benutzen, damit kriegt ihr 10% Rabatt auf euer neues Fahrrad. Fahrräder sind scheiße teuer, deswegen lohnt sich. Okay, dann sehen wir euch jetzt gleich, wie die nicht zur Radtour kommen, im nächsten Video. Von daher vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann bis dann. Ciao. Ciao. Julius, ich habe einen richtig geilen, soliden Ständer. Was für ein Ständer? Ich meine hier, der alte, der ist weggeknickt. Jetzt habe ich einen aus Guss, der ist stabil. Warte mal. Wow. Genau, perfekt. Ich möchte meine Frau grüßen, meine Kinder und alle, die mich kennen, grüße ich ganz toll. Es ist 4 Uhr nachts, wir sind gerade fertig mit dem Test und wir können nicht mehr.